Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Mitgliedern aus Grantsville, Stansbury Park und Tooele in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Liebe Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur zweiten Versammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder die Versammlung über Fernsehen, Radio oder das Internet verfolgen. Auch heißen wir alle willkommen, die sich in Pfahlzentren in verschiedenen Teilen der Welt eine Satellitenübertragung dieser Konferenz ansehen. Wir begrüßen auch die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die die ganze Konferenz über anwesend sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Mitgliedern aus den Regionen Grantsville, Stansbury Park und Tooele in Utah unter der Leitung von Holly Bevan. Linda Magetz spielt die Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Arise, O God, and Shine. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Wilford W. Anderson von den 70ern. Präsident Henry B. Eyring, der erste Ratgeber der ersten Präsidentschaft, wird Ihnen dann die führenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen.
Lieber Vater im Himmel, wir kommen mit dieser Versammlung vor dich und neigen unser Haupt in Dankbarkeit, dass wir hier in diesem Konferenzzentrum, in unseren Heimen, durch die ganze Welt hindurch unseren Dank dir ausdrücken können und dich anerkennen und die Segnungen anerkennen, die wir von dir erhalten. Wir danken dir für das Sühnopfer deines geliebten Sohnes und wir danken dir für die Hoffnung, die durch den Glauben an ihn für uns möglich ist. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums in dieser Evangeliumszeit. Wir danken dir für unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson, und bitten dich demütig, dass du ihn weiterhin aufrichtest und dass er die Hilfe des Himmels erhält mit der heiligen Verantwortung, die er trägt. Viele von uns kommen zu dieser Konferenz mit Fragen in unserem Herzen und in unserem Verstand und wir bitten um die Begleitung durch den Heiligen Geist, dass er uns Frieden zuspricht und Antworten auf unsere Fragen gibt und dass wir Lösungen finden für unsere Bedenken, dass wir aufgebaut werden gemeinsam. Im Namen Jesu Christi. Amen. It is proposed. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Carlos H. Amado und Elder William R. Walker mit Dank für ihre ausgezeichneten Dienste als Mitglied des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Wer sich unserem Dank für den hingebungsvollen Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Elder Ariag, Frau Minassian und Elder Guido Senkans sind als Gebietssiebziger entlassen worden. Es wird vorgeschlagen, dass wir Ihnen unseren Dank für den geleisteten Dienst aussprechen. Wer dafür ist, hebe bitte die Hand. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihren Glauben und Ihre Gebete für uns. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Nach dem Gesang hören wir von Elder Dallin H. Oaks und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihnen folgt Bruder Ted R. Callister, der Präsident der Sonntagsschule. Thank you.
Am Ende seines geistlichen Wirkens auf Erden gab Jesus seinen Jüngern ein, wie er es nannte, neues Gebot. Dreimal wurde das Gebot ausgesprochen. Es war einfach, doch auch schwierig. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Dass wir einander lieben sollen, war eine zentrale Lehre im geistlichen Wirken des Heilands. Das zweite große Gebot lautete: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagte sogar: Liebt eure Feinde. Aber das Gebot, andere zu lieben, wie er seine Herde geliebt hatte, war für seine Jünger und ist für uns eine einzigartige Herausforderung. Im vergangenen April erst sagte uns Präsident Monson: Tatsächlich bildet die Liebe den Wesenskern des Evangeliums und Jesus Christus ist darin unser großes Vorbild. Sein Leben war ein Vermächtnis an Liebe. Zitat Ende. Warum ist es so schwer, christliche Liebe füreinander zu empfinden? Es ist schwer, weil wir mitten unter denjenigen leben müssen, die unseren Glauben und unsere Werte nicht teilen und nicht wie wir Bündnispflichten haben. In der großen Fürbitte kurz vor seiner Kreuzigung betete Jesus für seine Jünger: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Dann bat er den Vater: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Wir sollen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein. Wir müssen in der Welt leben, denn so wie der Sauerteig, mit dem Jesus sein Reich in einem Gleichnis verglich, soll dieses durch seinen Einfluss alles in die Höhe befördern. Wer ihm nachfolgt, kann das nicht tun, wenn er nur mit denen Umgang pflegt, die seinen Glauben und seine Gepflogenheiten teilen. Aber der Erlöser hat auch erklärt: Wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Das Evangelium enthält viele Aussagen darüber, wie man die Gebote hält, wenn man unter Menschen lebt, die etwas anderes glauben und sich anders verhalten. Die Aussagen zum Thema Streit sind dabei äußerst wichtig. Als der auferstandene Messias sah, wie sich die Nephiten um die richtige Art und Weise der Taufe stritten, gab er ihnen klare Anweisungen, wie diese heilige Handlung durchzuführen ist. Er verkündete ihnen diesen großartigen Grundsatz: Es soll unter euch keine Auseinandersetzung geben, wie dies bisher gewesen ist. Auch soll es unter euch keine Auseinandersetzung in Bezug auf die Punkte meiner Lehre geben, wie dies bisher gewesen ist. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist. Und er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Siehe, es ist meine Lehre, dass derartiges hinweggetan werden soll. Ende des Zitats. Der Erlöser beschränkte seine Warnung vor dem Streit nicht auf diejenigen, die sich nicht an das Gebot bezüglich der Taufe hielten. Er verbat, jedermann zu streiten. Auch wer die Gebote hält, darf das Herz der Menschen nicht aufstacheln, im Zorn miteinander zu streiten. Der Vater des Streites ist der Teufel. Der Erlöser ist der Fürst des Friedens. Ähnlich steht es auch in der Bibel: Weise beschwichtigen die Erregung. Die Apostel vor Alters lehrten, wir sollten nach dem streben, was zum Frieden beiträgt, und uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. Denn im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist. In neuzeitlicher Offenbarung hat der Herr geboten, dass die frohe Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums so verkündet werden soll: Jedermann für seinen Nächsten voll Milde und voll Sanftmut, in aller Demut und indem wir die Schmäher nicht wieder schmähen. Auch wenn wir bemüht sind, sanft zu sein und Streit zu vermeiden, dürfen wir in unserer Verpflichtung den Wahrheiten gegenüber, die wir erkannt haben, keine Kompromisse eingehen oder sie verwässern. Wir dürfen weder unsere Standpunkte noch unsere Werte aufgeben. Durch das Evangelium Jesu Christi und die Bündnisse, die wir eingegangen sind, sind wir unweigerlich zu Mitstreitern im ewigen Kampf
zwischen Wahrheit und Irrtum geworden. In diesem Kampf gibt es keine neutrale Zone. Der Erlöser zeigt uns den Weg, als seine Feinde ihn mit der Frau konfrontierten, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden war. Beschämt von ihrer eigenen Heuchelei zogen sich die Ankläger zurück und ließen Jesus mit der Frau allein. Er behandelte sie gütig, indem er zu diesem Zeitpunkt davon absah, sie zu verurteilen. Doch er wies sie auch ausdrücklich an, sie solle von jetzt an nicht mehr sündigen. Liebevolles Wohlwollen ist erforderlich. Aber ein Nachfolger Christi wird, so wie der Meister, fest zur Wahrheit stehen. Wie der Erlöser werden seine Jünger manchmal mit sündhaftem Verhalten konfrontiert. Und wenn sie heute dafür einstehen, dass etwas ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist, bezeichnet man sie teilweise als Heuchler oder Fanatiker. Viele weltliche Werte und Verhaltensweisen stellen die Heiligen der letzten Tage vor solche Herausforderungen. Besonders auffallend ist heutzutage der starke Trend, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren, den es in vielen US-Bundesstaaten, in Kanada und in anderen Ländern der Welt gibt. In unserer Zeit leben auch einige Menschen, die überhaupt nicht an die Ehe glauben. Manche glauben nicht daran, dass man Kinder haben sollte. Andere sprechen sich gegen jegliche Beschränkung aus, was Pornografie oder gefährliche Drogen angeht. Eine weitere solche Herausforderung, den meisten Gläubigen vertraut, besteht darin, mit einem Ehepartner oder anderen Angehörigen zusammenzuleben oder mit Arbeitskollegen zu pflegen, die nicht gläubig sind. An geweihten Orten wie im Tempel, in anderen Gotteshäusern und bei uns zu Hause sollen wir die Wahrheit und die Gebote klar und umfassend verkünden, wie es unserem Verständnis des Erlösungsplans, der im wiederhergestellten Evangelium offenbart ist, entspricht. Unser Recht darauf wird nicht nur durch die verfassungsmäßig garantierte Meinungs- und Religionsfreiheit geschützt, sondern auch durch die Privatsphäre, die selbst in Ländern geachtet wird, wo es keine formellen verfassungsmäßigen Garantien gibt. Was ein religiöser Mensch in der Öffentlichkeit sagt und macht, bedarf weiterer Überlegungen. Was man in der Öffentlichkeit darf, wird größtenteils vom Recht auf freie Religionsausübung geschützt. Doch dieses hängt von bestimmten Voraussetzungen ab, die nötig sind, um den Glauben und die Gepflogenheiten anderer zu schützen. Gesetze können ein bestimmtes Verhalten verbieten, das allgemein als falsch oder inakzeptabel gilt, wie Sexual- oder Gewaltdelikte oder terroristisches Handeln, selbst wenn es von Extremisten im Namen der Religion verübt wird. Weniger schlimmes Verhalten, auch wenn es für manche Gläubigen inakzeptabel ist, muss man unter Umständen einfach hinnehmen, wenn es, wie ein Prophet im Buch Mormon es nannte, durch die Stimme des Volkes legalisiert ist. Was den öffentlichen Diskurs angeht, sollten wir alle die Lehre aus dem Evangelium befolgen, den Nächsten zu lieben und Streit zu vermeiden. Ein Nachfolger Christi soll vorbildlich höflich sein. Wir sollen alle Menschen lieben, gute Zuhörer sein und Interesse an der aufrichtigen Überzeugung anderer zeigen. Auch wenn wir anderer Meinung sein mögen, sollen wir nicht unfreundlich sein. Wir sollen unseren Standpunkt zu kontroversen Themen nicht im Geist des Streites äußern, sondern klug vorgehen, wenn wir unsere Position erklären und beibehalten und unseren Einfluss geltend machen. Wenn wir das tun, zeigen wir, dass sich andere durch unseren aufrichtigen Glauben und unsere freie Religionsausübung nicht verletzt zu fühlen brauchen. Wir fordern jeden auf, nach der goldenen Regel des Erlösers zu leben. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Wenn unsere Standpunkte sich nicht durchsetzen, sollen wir unerwünschte Ergebnisse freundlich hinnehmen und mit unseren Gegnern höflich umgehen. In jedem Fall sollen wir alle Menschen wohlwollend behandeln und Verfolgung jeder Art ablehnen, auch wenn diese auf Rassen- oder Volkszugehörigkeit, Glauben oder Nichtglauben oder unterschiedlicher sexueller Ausrichtung beruht.
Ich habe bisher über allgemeine Grundsätze gesprochen. Nun gehe ich darauf ein, wie diese Grundsätze unter verschiedensten vertrauten Gegebenheiten angewendet werden sollen, in denen die Lehren des Erlösers noch genauer zu befolgen sind. Ich möchte mit dem beginnen, was unsere kleinen Kinder beim Spielen lernen. Allzu oft wurden und werden hier in Utah Nicht-Mormonen von einigen unserer Mitglieder dadurch gekränkt und ausgegrenzt, dass diese ihren Kindern nicht erlauben, sich mit Kindern anzufreunden, die einem anderen Glauben angehören. Sicherlich können wir unseren Kindern doch Werte und Verhaltensmaßstäbe beibringen, ohne dass sie sich von denen, die anders sind, distanzieren oder ihnen gegenüber respektlos sein müssen. Viele Lehrer in Kirche und Schule sind darüber bekümmert, wie einige Jugendliche, auch Jugendliche der Kirche, miteinander umgehen. Zum Gebot, einander zu lieben, gehört gewiss auch Wertschätzung und Respekt, ungeachtet religiöser Gegensätze und ebenso über ethnische, kulturelle und wirtschaftliche Grenzen hinweg. Wir fordern alle Jugendlichen auf, niemanden zu mobben oder zu beleidigen oder durch Wort und Tat absichtlich zu verletzen. All das verstößt gegen das Gebot des Erlösers, einander zu lieben. Der Erlöser lehrte, dass Streit ein Werkzeug des Teufels ist. Das spricht eindeutig gegen so manches an der Sprache und den Gepflogenheiten, die heute in der Politik gang und gäbe sind. Mit politischen Unterschieden umzugehen, ist wichtig für die Politik. Aber dazu braucht man keine persönlichen Angriffe, die die Regierungsarbeit vergiften und Beteiligte bestrafen. Wir alle sollen hasserfüllte Wortgefechte verbannen und uns bei Meinungsverschiedenheiten in Höflichkeit üben. Am wichtigsten ist es, zu Hause und in unseren Familienbeziehungen Streit zu vermeiden und Respekt für andere Meinungen zu zeigen. Unterschiede sind unvermeidlich, manche kleine, andere größer. Was nun die größeren angeht, stellen Sie sich vor, ein Familienmitglied führt eine außereheliche Beziehung. Dadurch geraten zwei wichtige Werte miteinander in Konflikt. Wir lieben unseren Angehörigen und wir haben uns verpflichtet, die Gebote zu halten. Wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, können wir liebevoll und freundlich sein, aber dennoch fest zur Wahrheit stehen, indem wir Handlungen vermeiden, die das, was wir als falsch erkannt haben, fördern oder scheinbar gutheißen. Ich schließe mit einem weiteren Beispiel aus dem Familienleben. Bei einer Pfarrkonferenz im Mittleren Westen vor ungefähr 10 Jahren traf ich eine Schwester, die mir erzählte, dass ihr Mann, der nicht der Kirche angehörte, sie schon 12 Jahre lang zur Kirche begleitete, aber sich nicht der Kirche angeschlossen hatte. Sie fragte, was sie tun solle. Ich riet ihr, weiterhin all das zu tun, was recht ist, sowie ihrem Mann gegenüber geduldig und freundlich zu sein. Nach ungefähr einem Monat schrieb sie mir: Ich dachte eigentlich, dass die 12 Jahre schon für ziemlich viel Geduld stünden, aber ich wusste nicht, ob ich dabei sehr freundlich war. Also strengte ich mich über einen Monat lang gewaltig an und da ließ er sich taufen. Mit Freundlichkeit kann man sehr viel erreichen, besonders in der Familie. Sie schrieb weiter: Jetzt versuche ich sogar, noch freundlicher zu sein, weil wir daran arbeiten, uns dieses Jahr im Tempel siegeln zu lassen. 6 Jahre danach erhielt ich noch einen Brief von ihr. Mein Mann wurde gerade als Bischof unserer Gemeinde berufen und eingesetzt. In sehr vielen Beziehungen und Lebensumständen müssen wir mit Unterschieden zurechtkommen. Wo es ums Ganze geht, dürfen wir unseren Standpunkt nicht verleugnen oder aufgeben, sondern als Nachfolger Christi lernen, friedlich mit denjenigen zusammenzuleben, die ihre Wertvorstellungen nicht teilen oder die Lehren nicht annehmen, worauf diese basieren. Dem Erlösungsplan des Vaters zufolge, den wir durch prophetische Offenbarung kennen, sind wir als sterbliche Wesen hier auf die Erde gelangt, wo wir seine Gebote halten sollen. Dazu gehört auch, unseren Nächsten mit anderem kulturellen, religiösen Hintergrund zu lieben, so wie Gott uns liebt. Wie ein Prophet im Buch Mormon gesagt hat, müssen wir vorwärts streben, erfüllt von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. So schwierig es auch ist, in dem Aufruhr, der uns umgibt, zu leben, so ist das Gebot des Heilands, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat,
wohl unsere größte Herausforderung. Ich bete, dass wir dies verstehen und uns bemühen mögen, dies in all unseren Beziehungen und all unserem Handeln umzusetzen. Im Namen Jesu Christi. Amen. On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17. Als Joseph Smith 17 Jahre alt war, erhielt er zum ersten Mal Besuch von einem Engel, der ihn beim Namen nannte und ihm sagte, er sei Moroni, ein aus der Gegenwart Gottes gesandter Bote, und Gott habe eine Arbeit für ihn. Stellen Sie sich vor, was Joseph gedacht haben muss, als der Engel ihm sagte, sein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten. Josephs Augen haben wohl wiedergespiegelt, wie erschrocken er war, weshalb Moroni vielleicht wiederholte, dass man unter allem Volk sowohl gut als auch böse von ihm sprechen werde. Das Gute ließ auf sich warten. Hingegen begann man sofort, böse von Joseph Smith zu sprechen. Joseph Smith schrieb, wie seltsam es doch war, man hielt einen unbekannten Jungen für eine so wichtige Persönlichkeit, dass sich eine Gesinnung bitterster Verfolgung entwickelte. Die Zuneigung zu Joseph Smith nahm zwar zu, aber ebenso die Feindseligkeit. Als er 38 Jahre alt war, wurde er von einer Bande von 150 Männern mit geschwärzten Gesichtern ermordet. Mit dem plötzlichen Tod des Propheten Joseph Smith nahmen jedoch gute Worte und böses Gerede über ihn erst ihren Anfang. Muss es uns überraschen, wenn böse von ihm gesprochen wird? Der Apostel Paulus wurde für verrückt und wahnsinnig erklärt. Unser geliebter Erretter, der Sohn Gottes, wurde als Fresser und Säufer und als besessen bezeichnet. Der Herr erklärte Joseph, was ihn erwartete. Die Enden der Erde werden sich nach deinem Namen erkundigen und Narren werden dich verspotten und die Hölle wird gegen dich wüten, während die im Herzen reinen, die Weisen und die Tugendhaften beständig nach Segnungen unter deinen Händen trachten werden. Warum lässt der Herr zu, dass Menschen mit böser Zunge denen nachjagen, die Gutes tun? Ein Grund dafür ist, dass Widerstand gegen das Werk Gottes dazu führt, dass sich diejenigen, die sich um Wahrheit bemühen, hinknien und nach Antworten suchen. Joseph Smith ist der Prophet der Wiederherstellung. Sein geistiges Werk nahm seinen Anfang mit dem Erscheinen des Vaters und des Sohnes. Ihm folgten zahlreiche weitere Begegnungen mit dem himmlischen Wesen. Er war das Werkzeug in der Hand Gottes, um Heilige Schrift hervorzubringen, verloren gegangene Lehren wiederzubringen und das Priestertum wiederherzustellen. Joseph Smiths Werk ist so wichtig, dass es nicht ausreicht, lediglich den eigenen Verstand einzusetzen. Genau wie er müssen wir Gott bitten. Fragen geistiger Natur erfordern Antworten geistiger Natur, die Gott uns gibt. Viele, die das Werk der Wiederherstellung verwerfen, glauben schlicht nicht daran, dass himmlische Wesen zu den Menschen auf der Erde sprechen. Sie sagen, es sei unmöglich, dass goldene Platten durch einen Engel ausgehändigt und durch die Macht Gottes übersetzt wurden. Dieser Zweifel bringt sie dazu, das Zeugnis Joseph Smiths schnell zu verwerfen, und einige sinken leider so tief, dass sie das Dasein des Propheten in den Schmutz ziehen und ihm übel nachreden. Es betrübt uns besonders, wenn sich jemand, der Joseph Smith einst verehrt hat, von seiner Überzeugung abwendet und den Propheten schlecht macht. Wenn man sich mit der Kirche aus der Sicht eines Abtrünnigen befasst, meinte einst Elder Neil A. Maxwell, ist das so, als würde man Judas darum bitten, einem Jesus näher zu bringen. Abtrünnige erzählen mehr von sich selbst, als über das, wovon sie abgerückt sind. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Behandeln wir diejenigen, die Joseph Smith kritisieren, daher liebenswürdig, mit dem Wissen in unserem Herzen, dass er ein Prophet Gottes war. Und finden wir Trost darin, dass all dies von Moroni vorausgesagt wurde. Wie gehen wir auf einen aufrichtigen Fragesteller ein, der negative Bemerkungen über den Propheten Joseph Smith gehört oder gelesen hat und deswegen beunruhigt ist? Ehrliche und aufrichtige Fragen sind uns natürlich jederzeit willkommen.
Was Fragen über seinen Charakter angeht, können wir auf die Worte Tausender zurückgreifen, die ihn persönlich kannten und ihr Leben für das Werk gaben, das er aufbauen half. John Taylor, der von 4 Kugeln getroffen wurde, als der Pöbel Joseph Smith erschoss, erklärte später: Ich bezeuge vor Gott, den Engeln und den Menschen, dass Joseph ein guter, ehrenwerter, tugendhafter Mensch war, dass sein Charakter privat und in der Öffentlichkeit untadelig war und dass er als Mann Gottes lebte und starb. Wir könnten den aufrichtigen Fragesteller darauf hinweisen, dass Informationsmaterial aus dem Internet keinen Wahrheitsfilter durchlaufen muss. Manche der Informationen sind schlicht unwahr, mögen sie auch noch so überzeugend klingen. Vor Jahren las ich einen Artikel in der Zeitschrift Time, in dem es um einen Brief ging, den man gefunden hatte und der angeblich von Martin Harris verfasst worden war. Er stimmte jedoch mit dem Bericht, den Joseph Smith über das Auffinden der Platten des Buches Mormon gegeben hatte, nicht überein. Einige wenige Mitglieder wandten sich wegen dieses Dokuments von der Kirche ab. Leider war das sehr voreilig. Einige Monate später fanden Fachleute heraus und der Fälscher gestand es ein, dass der Brief einfach nur ein Schwindel war. Es ist nachvollziehbar, wenn man das, was man in den Nachrichten hört, in Zweifel zieht. Man darf dies jedoch nie mit dem Zeugnis eines Propheten Gottes tun. Wir können den Fragesteller vielleicht auch darauf hinweisen, dass manche Informationen über Joseph Smith zwar richtig sein mögen, sie jedoch überhaupt nicht in den Zusammenhang mit der damaligen Zeit oder seiner Situation gestellt worden sind. Elder Russell M. Nelson hat diesen Punkt verdeutlicht. Er erzählte: Ich war früher einmal als Berater für die Regierung der Vereinigten Staaten im staatlichen Zentrum der Seuchenschutzbehörde in Atlanta tätig. Die Besprechungen waren zu Ende und während ich auf das Taxi wartete, das mich zum Flughafen bringen sollte, legte ich mich draußen auf den Rasen, um noch ein wenig Sonne zu tanken, bevor mich der Winter in Utah wieder in Empfang nehmen sollte. Später wurde mir per Post ein Foto zugeschickt, das ein Fotograf mit einem Teleobjektiv geschossen hatte und das den Moment meiner Entspannung auf den Rasen festhielt. Unter dem Bild stand zu lesen: Regierungsberater vor der Seuchenschutzbehörde. Das Bild war echt. Die Bildunterschrift hat gestimmt, doch wurde die Wahrheit dazu benutzt, einen falschen Eindruck zu erwecken. Wir verwerfen nicht etwas, wovon wir wissen, dass es wahr ist, bloß weil es etwas anderes gibt, was wir noch nicht verstehen. Wir könnten den Fragesteller auch darauf hinweisen, dass Joseph Smith nicht der Einzige war, der Umgang mit den Engeln hatten. Die Zeugen des Buches Mormon schrieben: Wir verkünden feierlich, dass ein Engel Gottes vom Himmel herabkam. Und so erblickten wir und sahen die Platten. Ein aufrichtiger Fragesteller müsste erkennen, dass sich das wiederhergestellte Evangelium als Frucht des Werkes des Herrn durch den Propheten ausbreitet. Mittlerweile gibt es über 29.000 Gemeinden und mehr als 88.000 Missionare, die das Evangelium in aller Welt verkünden. Millionen Mitglieder der Kirche bemühen sich, Jesus Christus nachzufolgen, ein ehrenhaftes Leben zu führen, für die Armen zu sorgen und ihre Zeit und Talente einzusetzen, um anderen zu helfen. Jesus hat gesagt: Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erläuterungen wie diese sind überzeugend, doch der aufrichtige Fragesteller darf nicht ausschließlich auf sie vertrauen, wenn er um Wahrheit ringt. Jeder Gläubige benötigt eine Bestätigung des Geistes von der göttlichen Mission und des überragenden Charakters des Propheten Joseph Smith. Das gilt für jede Generation. Fragen geistiger Natur erfordern Antworten geistiger Natur, die Gott uns gibt. Als ich mich vor kurzem an der Ostküste aufhielt, erzählte mir ein zurückgekehrter Missionar von einem Freund, der sehr enttäuscht darüber war, was er über den Propheten Joseph Smith in Erfahrung gebracht hatte. Sie hatten einige Male miteinander gesprochen und als Folge davon schien der zurückgekehrte Missionar selbst anzufangen zu zweifeln. Obwohl ich hoffte, dass er seinen Freund würde stärken können, sorgte ich mich doch um sein eigenes Zeugnis. Brüder und Schwestern, lassen Sie mich eine Warnung aussprechen. Man kann anderen nicht helfen,
wenn der eigene Glaube nicht gefestigt ist. Vor einigen Wochen bestieg ich ein Flugzeug nach Südamerika. Die Flugbegleiterin lenkte unsere Aufmerksamkeit auf ein Video zur Flugsicherheit. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckerfalls in der Kabine, so die Warnung, fallen Sauerstoffmasken aus einer Öffnung über ihrem Sitz herab. Ziehen Sie in einem solchen Fall die Maske zu sich heran, halten Sie die Maske über Mund und Nase. Ziehen Sie das Gummiband über Ihren Kopf und passen Sie die Maske nach Bedarf an. Dann diese Warnung. Legen Sie unbedingt zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. Die üble Nachrede über den Propheten Joseph Smith wird zunehmen, je näher das zweite Kommen des Heilands rückt. Halbwahrheiten und raffinierte Täuschungen werden nicht abnehmen. Ihre Familie und Ihre Freunde werden Ihre Hilfe benötigen. Jetzt ist es an der Zeit, in geistiger Hinsicht die eigene Sauerstoffmaske einzustellen, um vorbereitet zu sein, anderen bei der Suche nach der Wahrheit zu helfen. Ein Zeugnis vom Propheten Joseph Smith kann auf unterschiedliche Weise zuteil werden. Es kann einem zuteil werden, wenn man sich hinkniet und Gott um eine Bestätigung bittet, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet war. Es kann einem zuteil werden, wenn man den Bericht Joseph Smiths über die erste Vision liest. Ein Zeugnis kann einem auf die Seele träufeln, wenn man das Buch Mormon immer wieder liest. Es kann einem zuteil werden, wenn man selbst Zeugnis vom Propheten gibt oder wenn man im Tempel erkennt, dass die heilige Siegelungsvollmacht durch Joseph Smith auf Erden wiederhergestellt wurde. Durch Glauben und wirklichen Vorsatz wird Ihr Zeugnis von Joseph Smith gestärkt. Sie mögen hin und wieder nass werden, da ständig von der Seitenlinie aus Wasserbomben auf Sie geschossen werden. Doch können diese Ihr loderndes Feuer des Glaubens nie und nimmer löschen. Den Jugendlichen, die heute zuhören, gebe ich einen besonderen Auftrag. Erarbeitet euch ein eigenes Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. Seht zu, dass eure Stimme Moronis Prophezeiung miterfüllt, dass man Gutes vom Propheten spricht. Hierzu zwei Vorschläge. Erstens, sucht euch Schriftstellen aus dem Buch Mormon heraus, von deren Wahrheit ihr absolut überzeugt seid. Erzählt dann im Rahmen des Familienabends, des Seminars oder des JD und JM-Unterrichts eurer Familie oder euren Freunden davon und würdigt hierbei Joseph Smith als Werkzeug in der Hand Gottes. Lest als nächstes das Zeugnis des Propheten Joseph Smith in der köstlichen Perle oder in dieser Broschüre, die in nunmehr 158 Sprachen erhältlich ist. Ihr könnt es online unter lds.org finden oder bittet die Missionare um ein Exemplar. Es handelt sich um Joseph Smiths Zeugnis dessen, was sich tatsächlich abgespielt hat. Lest es immer wieder. Überlegt euch, ob ihr das Zeugnis Joseph Smiths mit eurer eigenen Stimme aufnehmen wollt. Hört es euch regelmäßig an und spielt es Freunden vor. Auch das Zeugnis des Propheten mit eigener Stimme anzuhören, erleichtert es euch, das Zeugnis zu erlangen, nachdem ihr sucht. Vor uns liegt eine großartige und herrliche Zeit. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, das große Werk wird immer weiter vorankommen und das Leben der Menschen dabei zu ihrem Vorteil ändern. Keine Macht auf der ganzen Welt kann dem Werk Gottes Einhalt gebieten. Trotz allem, was da kommen mag, geht es mit dieser großen Sache voran. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, unser Erretter und Erlöser. Er hat einen heiligen und rechtschaffenen Mann erwählt, um bei der Wiederherstellung der Fülle seines Evangeliums die führende Rolle zu übernehmen. Er hat Joseph Smith erwählt. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein ehrlicher und tugendhafter Mann war, ein Jünger des Herrn Jesus Christus. Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus sind ihm tatsächlich erschienen. Er hat das Buch Mormon wirklich durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt. Nachdem wir den Schleier des Todes durchschritten haben, werden wir die heilige Berufung und die göttliche Mission des Propheten Joseph Smith klar verstehen. In dieser nicht allzu fernen Zukunft werden Sie, ich und Millionen anderer
seinen Namen damit Ehrfurcht nennen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ben Carson hat gesagt, in der 5. Klasse war ich der schlechteste Schüler von allen. Eines Tages schrieb Ben eine Mathearbeit mit 30 Aufgaben. Der Schüler hinter ihm korrigierte sie und gab sie dann zurück. Die Lehrerin, Frau Williamson, fragte daraufhin jeden Schüler nach der Punktzahl. Schließlich war Ben an der Reihe. Verlegen murmelte er die Antwort. Frau Williamson dachte, er hätte 9 gesagt und antwortete, dass 9 von 30 Punkten ein großer Fortschritt für Ben seien. Da rief der Schüler hinter Ben, nicht 9, er hat keine Aufgabe richtig. Ben sagte, er wäre am liebsten im Erdboden versunken. Bens Mutter Sonja stand zu dieser Zeit selbst Hindernissen im Weg. Sie war als eines von 24 Kindern nur bis zur 3. Klasse in die Schule gegangen und konnte nicht lesen. Sie hatte mit 13 Jahren geheiratet, war geschieden, hatte 2 Söhne und zog sie in den Ghettos von Detroit groß. Dennoch war sie äußerst selbstständig und glaubte fest daran, dass Gott ihr und ihren Söhnen helfen würde, wenn sie ihren Teil täten. Eines Tages trat in ihrem Leben und in dem ihrer Söhne eine Wende ein. Ihr wurde bewusst, dass die erfolgreichen Leute, deren Wohnung sie putzte, Bücherregale hatten. Sie lasen. Nach Feierabend ging sie nach Hause und schaltete den Fernseher aus, obwohl sich Ben und sein Bruder gerade etwas ansahen, mit den Worten, ihr Jungs, schaut zu viel fern. Ab jetzt dürft ihr jede Woche 3 Sendungen ansehen. In eurer freien Zeit geht ihr in die Bücherei, lest jede Woche 2 Bücher und berichtet mir darüber. Die Jungen waren entsetzt. Ben erzählt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie ein Buch gelesen hatte, außer in der Schule, wenn er musste. Sie protestierten, beschwerten sich, sie widersprachen, aber es war alles vergeblich. Ben erinnert sich, sie sprach ein Machtwort. Die Regel gefiel mir zwar nicht, aber ihre Entschlossenheit, uns zu helfen, uns zu entwickeln, hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Und die Veränderung war gewaltig. In der 7. Klasse war er bereits Klassenbester. Später erhielt er ein Stipendium für ein Studium an der Yale-Universität. Danach studierte er Medizin an der Johns Hopkins-Universität, wo er mit 33 Jahren Leiter der pädiatrischen Neurochirurgie und ein weltbekannter Chirurg wurde. Wie war das möglich? Zum Großteil dank einer Mutter, die ihre Berufung als solche groß machte, obwohl sie vieles im Leben entbehren musste. In den Schriften steht über die Aufgabe der Eltern, dass es ihre Pflicht ist, ihre Kinder in der Lehre von der Umkehr vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes zu unterweisen. Als Eltern sind wir die wichtigsten Evangeliumslehrer und Vorbilder unserer Kinder. Nicht der Bischof, die Sonntagsschule, die Organisation der jungen Damen oder der jungen Männer, sondern die Eltern. Als ihre wichtigsten Evangeliumslehrer können wir ihnen erklären, dass das Sühnopfer Macht hat und wirklich geschehen ist. Wir können erklären, wer sie sind und was ihre göttliche Bestimmung ist und ihnen somit eine feste Grundlage geben, auf der sie bauen können. Letzten Endes bietet das Zuhause das ideale Umfeld für die Unterweisung im Evangelium Jesu Christi. Vor etwa einem Jahr war ich in Beirut im Libanon. Dort erfuhr ich von einem 12-jährigen Mädchen namens Sarah. Ihre Eltern und 2 ältere Geschwister hatten sich in Rumänien zur Kirche bekehrt. Sie mussten dann zurück in ihre Heimat, als Sarah erst 7 Jahre alt war. Dort war die Kirche nicht vertreten. Es gab keine Gemeinden, keine Sonntagsschule und kein Programm für die jungen Damen. Nach 5 Jahren erfuhr diese Familie von einem Zweig in Beirut und sandte ihre 12-jährige Tochter Sarah kurz vor meiner Ankunft in Begleitung ihrer älteren Geschwister dorthin, um getauft zu werden. Als ich dort war, hielt ich eine Andacht über den Erlösungsplan. Sarah hob mehrmals die Hand und beantwortete die Fragen. Wohl wissend, dass sie kaum Kontakt mit der Kirche gehabt hatte, ging ich nach der Versammlung auf sie zu und fragte sie, Sarah, woher wusstest du die Antworten auf diese Fragen? Auf der Stelle erwiderte sie, meine Mutter hat mich gelehrt. Sie hatten die Kirche zwar nicht am Ort, aber sie hatten das Evangelium zu Hause. Ihre Mutter war ihre wichtigste Evangeliumslehrerin.
Enos war es, der erklärte, die Worte, die ich meinem Vater in Bezug auf das ewige Leben und die Freude des der Heiligen oft hatte sprechen hören, waren mir tief ins Herz gedrungen. Es steht außer Frage, wer für Enos der wichtigste Evangeliumslehrer war. Ich weiß noch, wie mein Vater ausgestreckt vor dem Kamin lag und die Schriften sowie andere gute Bücher las und wie ich mich dann neben ihn legte. Ich kann mich erinnern, dass er Karten in seiner Hemdtasche trug, auf denen Schriftstellen, Zitate von Shakespeare und neue Ausdrücke standen, die er sich einprägte. Ich erinnere mich auch an die Fragen zum Evangelium und die Gespräche beim Essen. Ich weiß, dass mein Vater mich unzählige Male mitnahm, wenn er ältere Menschen besuchte und dass er manchmal Eis für den einen oder Hähnchen für den anderen mitbrachte oder jemandem beim Abschied Geld in die Hand drückte. Ich erinnere mich an das gute Gefühl und den Wunsch, wie er zu sein. Ich sehe noch, wie meine Mutter mit etwa 90 Jahren in der Küche ihrer Wohnung kochte und dann mit einem Tablett voller Essen herauskam. Ich fragte sie, wohin sie denn gehe. Sie erwiderte, ach, ich bringe älteren Leuten etwas zu essen. Ich dachte bei mir, Mutter, dazu zählst du doch selber. Ich kann meinen Eltern, die meine wichtigsten Evangeliumslehrer waren, einfach nicht genug danken. Mit das Wichtigste, was wir als Eltern unseren Kindern beibringen können, ist nicht nur, dass sie regelmäßig beten, sondern dass sie mit dem Gebet auch Macht verbunden ist. Ungefähr mit 17 Jahre alt war, kniete ich einmal abends an meinem Bett und sprach mein Nachtgebet. Ich wusste nicht, dass meine Mutter in der Tür stand. Als ich fertig war, sagte sie, Ted, bittest du den Herrn auch um Hilfe, eine gute Ehefrau zu finden? Ihre Frage kam völlig unerwartet. Nichts lag mir ferner. Ich dachte an Basketball und an die Schule. Und so antwortete ich, nein. Darauf erwiderte sie, das solltest du aber, mein Sohn. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen wirst. Diese Worte prägten sich mir tief ein und so betete ich die nächsten 6 Jahre darum, dass Gott mir helfen möge, eine gute Frau zu finden und er hat diese Gebete wunderbar erhört. Als Eltern können wir unseren Kindern beibringen, um etwas zu beten, was ewige Folgen hat, zum Beispiel um die Kraft in dieser Welt mit großen Herausforderungen sittlich rein zu sein, gehorsam zu sein oder den Mut zu haben, für das Recht einzustehen. Bestimmt sprechen die meisten unserer Jugendlichen ein Nachtgebet, aber vielleicht haben manche von ihnen Mühe, regelmäßig morgens für sich allein zu beten. Als Eltern, als ihre wichtigsten Evangeliumslehrer können wir ihnen helfen. Welche Eltern im Buch Mormon hätten ihre Söhne ohne ein Brustschild, ein Schild und ein Schwert in den Kampf ziehen lassen? Gegen die tödlichen Schläge des Feindes? Aber wie viele von uns lassen ihre Kinder jeden Morgen ohne den geistigen Brustschild, den Schild und das Schwert, die die schützende Macht des Gebets bilden, aus dem Haus und in das gefährlichste aller Schlachtfelder ziehen, wo sie dem Satan und seinen unzähligen Versuchungen gegenüberstehen? Der Herr hat gesagt, bete immer, damit du den Satan besiegst. Als Eltern können wir unsere Kinder zum regelmäßigen Morgengebet anhalten und ihnen bewusst machen, welche Macht damit verbunden ist. Wir können ihnen auch beibringen, ihre Zeit vernünftig zu nutzen. Gelegentlich müssen wir, wie Sonja Carson, liebevoll, aber energisch Regeln festsetzen und die Zeit einschränken, die unsere Kinder von dem Fernseher verbringen und mit sonstigen Geräten, die ihr Leben vereinnahmen. Vielleicht müssen wir sie ermuntern, ihre Zeit lieber mit nützlicheren Aktivitäten zu verbringen, bei denen das Evangelium im Mittelpunkt steht. Anfangs mögen sie sich dagegen sträuben und sich beschweren, aber wie Sonja Carson müssen wir weitsichtig sein und die Willenskraft aufbringen, festzubleiben. Eines Tages werden unsere Kinder das, was wir getan haben, verstehen und anerkennen. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Wir können uns alle fragen, ob wir unseren Kindern das Beste geben, was wir in geistiger, intellektueller und kreativer Hinsicht zu bieten haben, oder ob sie nur den Rest an Zeit und Talenten erhalten, die übrig sind, nachdem wir für unsere Berufung in der Kirche und am Arbeitsplatz alles gegeben haben. Ich weiß nicht, ob es auch im Jenseits noch Titel wie Bischof oder FFV-Leiterin geben wird, aber die Titel Ehemann und Ehefrau, Vater und Mutter wird es ganz bestimmt noch geben und sie werden in Ehren gehalten. Auch aus diesem Grund ist es so wichtig, unseren Aufgaben als Eltern hier auf Erden nachzukommen. Wir sollen uns auf die noch größeren, aber ähnlichen Aufgaben im künftigen Leben vorbereiten können. Als Eltern können wir mit der Gewissheit vorangehen, dass Gott uns niemals allein lassen wird. Gott gibt uns nie eine Aufgabe, ohne uns göttliche Hilfe zukommen zu lassen. Das kann ich bezeugen. Mögen wir in unserer gottgegebenen Rolle als Eltern und in Zusammenarbeit mit Gott die wichtigsten Evangeliumslehrer und Vorbilder unserer Kinder werden. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren. Vielen Dank, Brüder. Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Jörg Klebengatt und Elder Eduardo Gavaret von den 70ern. Elder Gavaret wird in seiner Muttersprache Spanisch zu uns sprechen. Auf den Leinwänden und Bildschirmen Konferenzzentrum werden englische Untertitel eingeblendet. Danach hören wir von Elder Jeffrey Holland vom Kollegium der 12 Apostel. This is the 184th semi-annual general conference. Dies ist die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. On a scale of 1 to 10, wo würden Sie Ihr geistiges Selbstvertrauen vor Gott auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen? Haben Sie ein persönliches Zeugnis davon, dass Ihre derzeitige Leistung als Kirchenmitglied ausreicht, um ewiges Leben zu erlangen? Sind Sie gewiss, dass der Vater im Himmel Gefallen an Ihnen hat? Woran denken Sie, hätten Sie in einer Minute eine persönliche Unterredung mit dem Heiland? Wäre Ihr Selbstbild hauptsächlich von Sünde, Reue und Unzulänglichkeiten geprägt? Oder wären Sie einfach voller Vorfreude? Würden Sie ihn ansehen oder seinem Blick ausweichen? Würden Sie an der Tür zögern oder selbstbewusst auf ihn zugehen? Immer wenn der Widersacher unvollkommene, aber dennoch eifrige Heilige wie Sie nicht vom Glauben an einen persönlichen und liebevollen Gott abbringen kann, bedient er sich teuflischer Schliche, damit Sie sich möglichst weit von Gott entfernen. Er weiß, dass der Glaube an Christus, einer, der stets liebevolle, große Barmherzigkeit und auch mächtige Wunder bewirkt, mit der persönlichen Überzeugung einhergeht, das Richtige wählen zu wollen. Deshalb wird er Zugang zu ihrem Herzen suchen, um ihnen vorzulügen, der Vater im Himmel sei von ihnen enttäuscht, das Sühnopfer stehe für sie zu hoch, es hätte keinen Sinn, auch nur den Versuch zu machen, jeder andere tauge mehr als sie, sie seien unwürdig, und tausend ähnliche teuflische Lügen.
Solange sie zulassen, dass solche Stimmen an ihrer Seele nagen, können sie sich dem Thron Gottes nicht mit echtem Selbstvertrauen nahen. Was sie auch tun mögen, wofür sie auch beten und auf welches Wunder sie auch hoffen, sie werden immer gerade genug Selbstzweifel haben, der ihren Glauben langsam zerstört. Nicht nur ihren Glauben an Gott, sondern auch ihr Selbstvertrauen. Das Evangelium so zu leben, ist weder eine Freude noch sonderlich gesund. Insbesondere ist es völlig unnötig. Es ist gänzlich ihre Entscheidung, sich zu ändern. Ich möchte Ihnen 6 praktische Vorschläge machen, durch die, wenn beherzigt, die teuflischen Stimmen verklingen und die stille Gewissheit und das geistige Selbstvertrauen wiederkehren, die Sie, wenn erwünscht, haben können. Egal, wo Sie sich auf der 10-stufigen Skala befinden, mit der Anwendung des Sühnopfers Jesu Christi kann Ihr geistiges Selbstvertrauen schon heute wachsen, wenn Sie zuhören und handeln. Ich werde deutlich sprechen und hoffe, zu erbauen und nicht zu verletzen. Erstens, übernehmen Sie Verantwortung für Ihr geistiges Wohl. Hören Sie auf, anderen oder den Umständen die Schuld zu geben, sich zu rechtfertigen und sich in Bezug auf unvollständigen Gehorsam herauszureden. Akzeptieren Sie, dass Sie gemäß dem Fleische frei sind und dass Sie frei sind, Freiheit und ewiges Leben zu wählen. Der Herr kennt Ihre Umstände genau, ebenso, ob Sie absichtlich nicht vollständig nach dem Evangelium leben. Ist das der Fall, geben Sie es ehrlich zu und bemühen Sie sich im Rahmen Ihrer Umstände, vollkommen zu sein. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie durch tägliche Anwendung des Sühnopfers Jesu Christi die Verantwortung für Ihr geistiges Wohl übernehmen. Zweitens, übernehmen Sie Verantwortung für Ihr körperliches Wohl. Ihre Seele besteht aus Körper und Geist. Nährt man die Seele und vernachlässigt den Körper, der ja ein Tempel ist, führt dies geistig meist zu einem Missklang und geringerem Selbstwertgefühl. Falls Sie nicht in Form sind, sich in Ihrem Körper nicht wohlfühlen und etwas dagegen tun können, machen Sie das. Elder Nelson lehrt, wir müssen unseren Körper als unseren ganz persönlichen Tempel betrachten und auf unsere Nahrung achten und uns körperlich fit halten. President Packer lehrt, unser Geist und unser Körper sind so verbunden, dass unser Körper ein Werkzeug unseres Sinnes und die Grundlage unseres Charakters wird. Achten Sie deshalb bitte gut darauf, was und vor allem wie viel Sie essen und geben Sie Ihrem Körper regelmäßig die notwendige und verdiente Bewegung. Sofern körperlich in der Lage dazu, entschließen Sie sich heute, Herr im eigenen Haus zu sein, sich von nun an regelmäßig und dauerhaft körperlich zu betätigen und gesünder zu ernähren. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Ihr Geist mit Hilfe des Erretters tatsächlich die Aufsicht über den natürlichen Menschen übernimmt. Drittens. Nehmen Sie freiwilligen Gehorsam von ganzem Herzen in Ihrem Leben auf. Erkennen Sie, dass Sie Gott nur lieben können, wenn Sie auch seine Gebote lieben. Der Maßstab des Herrn ist klar und einfach. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Selektiver Gehorsam erntet selektiven Segen. Und wählt man etwas Schlechtes vor etwas weniger Schlechtem, ist es dennoch falsch. Sie können sich nicht einen schlechten Film ansehen und dann erwarten, sich tugendhaft zu fühlen, nur weil Sie sich nicht einen ganz schlechten angesehen haben. Dass Sie sich treu an einige Gebote halten, rechtfertigt nicht die Missachtung anderer. Abraham Lincoln sagte zu Recht, wenn ich Gutes tue, fühle ich mich wohl, und wenn ich Schlechtes tue, fühle ich mich unwohl. Und tun Sie das Richtige aus den richtigen Gründen. Der Herr, der das Herz in einen willigen Sinn fordert und die Gedanken und Absichten des Herzens kennt, weiß, weshalb Sie zur Kirche gehen, ob Sie nur da sind oder Gott aufrichtig verehren. Sie können sonntags nicht singen, aus Babylon, ich ziehe nun aus, und kurz darauf wieder Babylon oder seine Gesellschaft ersehnen oder tolerieren. Bedenken Sie, Gleichgültigkeit in Geistigem hat noch nie glücklich gemacht. Kirche und Evangelium müssen Ihr voller Lebensinhalt sein, nicht nur etwas Äußerliches. Heute zu entscheiden, wem Sie dienen wollen, ist kein Lippenbekenntnis mehr, sobald Sie entsprechend leben. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie trotz Unvollkommenheit richtig motiviert, wahrhaft ein gottgeweihtes Leben zu führen suchen. Viertens. Werden Sie besonders gut darin, rasch und gründlich umzukehren. Das Sühnopfer Jesu Christi ist von praktischem Wert und unerschöpflich, daher sollten Sie es rund um die Uhr anwenden. Betrachten Sie das Sühnopfer Jesu Christi und die Umkehr als etwas, was man nach Anordnung des großen Arztes gern und täglich anwenden muss. Kehren Sie kontinuierlich und voller Freude um. Machen Sie Umkehr bewusst zu einem Bestandteil Ihres Lebens. Schieben Sie die Umkehr nie auf und erwarten Sie nicht den Beifall der Welt. Blicken Sie immer auf den Erretter. Sorgen Sie sich mehr darüber, was er über Sie denkt, und lassen Sie die Folgen kommen. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst,
wenn sie durch Anwendung des Sühnopfers Jesu Christi freiwillig und freudig sowohl von kleinen als auch von großen Sünden rasch umkehren. 5. Werden sie besonders gut darin, anderen zu vergeben. Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Vergeben sie immer jedem alles, oder versuchen sie es zumindest, damit auch ihnen vergeben werden kann. Hegen sie keinen Groll, seien sie nicht leicht beleidigt, vergeben und vergessen sie schnell, und halten sie sich nicht als von diesem Gebot ausgenommen. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn sie wissen, dass der Herr weiß, dass sie niemandem gegenüber schlechte Gefühle haben. 6. Akzeptieren Sie, dass Prüfungen, Rückschläge und Überraschungen zum Erdenleben gehören. Bedenken Sie, dass Sie hier sind, um zu sehen, ob Sie alles tun werden, was auch immer der Herr, Ihr Gott, Ihnen gebietet. Und ich möchte hinzufügen, unter allen Umständen. Millionen Ihrer Brüder und Schwestern wurden oder werden getestet, warum also nicht auch Sie? Einige Prüfungen ergeben sich aus eigenem Ungehorsam oder aus Nachlässigkeit. Andere Prüfungen resultieren aus der Nachlässigkeit anderer oder weil dies eine gefallene Welt ist. Bei diesen Prüfungen wollen die Anhänger des Widersachers ihnen einreden, sie hätten etwas falsch gemacht und werden bestraft und dass der Vater im Himmel sie nicht lieb hat. Ignorieren Sie dies. Versuchen Sie zu lächeln, schauen Sie himmelwärts und sagen Sie, ich verstehe, Herr, ich soll mich bewähren, nicht wahr? Und arbeiten Sie mit ihm zusammen und harren Sie gut bis zum Ende aus. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie akzeptieren, dass Sie oft Prüfungen und Bedrängnisse durchmachen müssen, gerade weil Sie etwas richtig machen. Als Präsident der Ukraine-Mission Kiew fragte ich eine meiner treuesten Missionarinnen, weshalb sie immer so hart mit sich ins Gericht gehe und immer so selbstkritisch sei. Ihre Antwort war wie ein Beispiel für jemanden, der auf die falschen Stimmen hört, damit mir dabei niemand zuvorkommt. Brüder und Schwestern, mein Rat an diese Missionarin geht auch an Sie. Akzeptieren Sie Ihre Schwächen und stellen Sie sich ihnen, ohne sich von ihnen lähmen zu lassen, denn einige davon begleiten Sie bis zum Lebensende. Egal wie Ihr Stand auch gerade sein mag, sobald Sie sich aufrichtig und freudevoll entschließen, täglich umzukehren und sich darum bemühen, Ihr Bestes zu geben und das Bestmögliche zu sein, umfängt das Sühnopfer Sie und begleitet Sie auf Schritt und Tritt. Wenn Sie so leben, bewahren Sie sich immer Vergebung für Ihre Sünden, jeden Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde, und sind so vor Gott stets völlig rein und annehmbar. Sie können, wenn Sie es wollen, heute oder schon bald selbst wissen, dass der Herr trotz Ihrer Verfehlungen Wohlgefallen an Ihnen hat. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der es kaum erwarten kann, uns seine Gnade und Barmherzigkeit zu schenken. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der sich freut, wenn wir sein Sühnopfer jeden Tag anwenden und dabei die stille und freudige Gewissheit verspüren, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der unbedingt möchte, dass ihr Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark wird. Im Namen Jesu Christi. Amen. Expects us to live the commandments. I testify of a loving Savior who is so very anxious to bestow his grace and mercy. I testify of a loving Savior who rejoices when we apply his atonement daily with a calm and happy assurance that we are facing in the right direction. I testify of a loving Savior who is anxious for your confidence to wax strong in the presence of God. In the name of Jesus Christ, amen. Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen. Denn siehe, der Herr gewährt allen Nationen, von ihrer eigenen Nation und Sprache sein Wort zu lehren. Heute erfüllt diese Schriftstelle sich abermals, denn ich habe die Gelegenheit, meine Gedanken in meiner Muttersprache zum Ausdruck zu bringen. Im Jahr 1975 war ich als junger Missionar in der Uruguay-Paraguay-Mission tätig. In meinem ersten Monat dort führten die Zonenleiter eine Aktivität mit uns durch, um einen Evangeliumsgrundsatz zu veranschaulichen. Jedem Missionar in der Zone wurden die Augen verbunden. Man sagte uns, dass wir einem Weg folgen sollten, auf dem wir in die Kulturhalle gelangen würden. Wir sollten der Stimme eines bestimmten leitenden Missionars folgen. Diese Stimme hörten wir, bevor wir losgingen. Allerdings warnte man uns,
dass auf unserem Weg einige Stimmen zu hören wären, die versuchen würden, uns zu verwirren und vom Weg abzubringen. Nachdem ich ein paar Minuten Geräusche und Stimmen gehört hatte und inmitten all dessen eine Stimme, die sagte, folge mir, war ich mir sicher, dass ich der richtigen Stimme folgte. In der Kulturhalle des Gemeindehauses angekommen, baten die leitenden Missionare, uns die Augenbinden abzunehmen. Dabei bemerkte ich, dass es dort zwei Gruppen gab und dass ich zu der Gruppe gehörte, die der falschen Stimme gefolgt war. Sie hat sich doch so sehr angehört wie die richtige, wunderte ich mich. Diese 39 Jahre zurückliegende Erfahrung hat mich nachhaltig beeinflusst. Ich nahm mir fest vor, folge nie und nimmer wieder der falschen Stimme. Dann sagte ich mir, ja, Herr, ich will dir folgen. Ich möchte diese Erfahrung auf die liebevolle Einladung beziehen, die der Heiland an uns richtet. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wir können keine schlichtere, direktere und kraftvollere Einladung erhalten, als die, ihm zu folgen. Sie ergeht mit einer deutlichen Stimme, die unverwechselbar ist. Der Herr lädt uns ein und bedient sich dabei verschiedener Verben. Komm zu mir, komm und folge mir nach, wandle mit mir. Jedes Mal ist die Einladung nicht passiv gemeint, sondern fordert zum Handeln auf. Sie ist an alle Menschen gerichtet, und zwar vom größten aller Propheten, größten aller Lehrer, dem Sohn Gottes, dem Messias. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Diejenigen von ihnen, die noch nicht der Kirche angehören, werden diese Einladung durch die Stimme der Missionare mit den Worten erhalten. Werden sie das Buch Mormon lesen? Werden sie beten? Werden sie zur Kirche kommen? Werden sie dem Beispiel Jesu Christi folgen und sich von jemandem taufen lassen, der von Gott die Priesterungsvollmacht dazu hat? Wie reagieren sie heute auf diese Einladung? Ich lade sie ein, sich die Botschaft anzuhören und mit den Worten anzunehmen, ja, Herr, ich will folgen dir. Carlos Badiola und seine Familie aus Minas in Uruguay trafen sich mit den Missionaren. Weil die Missionare während der Lektion viele Fragen stellten, beschlossen sie, eine Nachbarin einzuladen, die 14-jährige Norma, die nicht der Kirche angehörte, um ihnen bei den Antworten zu helfen. Norma war eine eifrige Schülerin, die in jenem Jahr in der Schule die Bibel durchnahm. Wenn die Missionare also eine Frage stellten, antwortete Norma darauf. Sie war ein goldener Kontakt. An diesem Tag ging es in der Lektion um das Wort der Weisheit. Als Norma nach der Lektion mit den Missionaren nach Hause kam, wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie teilte ihrer Mutter mit, Mama, von jetzt an keine Milchkaffee mehr für mich, nur noch Milch. Diese Reaktion war ein sichtbarer Ausdruck ihres Wunsches, die Einladung, nämlich Christus zu folgen, wie die Missionare sie ausgesprochen hatten, anzunehmen. Carlos Badiola und auch Norma ließen sich taufen. Später folgten Normas Mutter, Vater und Geschwister ihrem Beispiel und ließen sich ebenfalls taufen. Norma und ich wuchsen gemeinsam in dem dortigen kleinen, aber starken Zweig auf. Nachdem ich dann eine Mission erfüllt hatte, heirateten wir. Ich wusste immer, dass es mit ihr an meiner Seite leichter sein würde, dem Erlöser zu folgen. Jemand, der Mitglied der Kirche ist und diese Einladung angenommen hat, erneuert seine Verpflichtung jede Woche, wenn er vom Abendmahl nimmt. Teil dieser Verpflichtung ist auch, dass man die Gebote hält. Auf diese Weise sagt man, ja, Herr, ich will folgen dir. Folge mir nach, war die Einladung des Herrn an den reichen Jüngling. Der reiche Mann hatte sein Leben lang die Gebote gehalten. Als er fragte, was er noch tun könne, enthielt die Antwort eine deutliche Aufforderung. Komm und folge mir nach. Die Aufforderung war zwar einfach, aber dennoch mit Opfern verbunden. Sie erforderte Anstrengung, gepaart mit Entschlossenheit und Taten. Der Prophet Nephi regte zur Selbstbesinnung an, als er fragte,
Und Jesus hat zu den Menschenkindern gesagt, folge mir nach. Darum, meine geliebten Brüder, können wir Jesus nachfolgen, wenn wir nicht willens sind, die Gebote des Vaters zu halten? Die Einladung, zu ihm zu kommen, auf seine Stimme zu hören und ihr zu folgen, war von Anfang an die Botschaft der Missionare, wodurch viele Menschen ihr Leben zum Guten verändert haben. Vor 50 Jahren kamen Missionare in den Uhrmacherladen meines Vaters, um eine Uhr zur Reparatur zu bringen. Wie alle guten Missionare nutzten sie die Gelegenheit, um mit meinem Vater und meiner Mutter über das Evangelium zu sprechen. Mein Vater respektierte die Missionare und meine Mutter nahm ihre Botschaft und die Einladung an, Christus zu folgen. Von jenem Tag bis heute ist sie immer in der Kirche aktiv geblieben. Sie sagte, ja, Herr, ich will dir folgen. Während sie sich bemühen, zu ihm zu kommen, erlangen sie die Kraft, die Lasten des Lebens, seien sie nun körperlicher oder geistiger Natur, zu lindern und eine positive innere Wandlung zu erfahren, die sie glücklicher machen wird. Henoch wurde dazu berufen, das Evangelium einem schwierigen, hartherzigen Volk zu verkünden. Er hielt sich nicht dafür geeignet. Er bezweifelte, dass er es schaffen würde. Der Herr zerstreute seine Zweifel und stärkte seinen Glauben mit der Einladung, wandle mit mir. Eine Einladung, die wie der Stock eines Blinden oder der Arm eines Freundes die Schritte von jemandem mit unsicherem Gang leiten kann. Als Henoch den Arm des Heilands ergriff und mit ihm wandelte, bemerkte er, dass sein Gang fest wurde und dass aus ihm ein großer Missionar und ein Prophet wurde. Die Entscheidung, zu ihm zu kommen und ihm zu folgen, trifft jeder selbst. Wenn wir diese Einladung annehmen, verpflichten wir uns in größerem Maße und dann können wir mit ihm wandeln. Dadurch bildet sich eine engere Beziehung zum Erlöser und das ist der Lohn dafür, dass wir die ursprüngliche Einladung angenommen haben. Norma und ich haben jeweils eigenständig die Einladung angenommen, zu ihm zu kommen und ihm zu folgen. Dann haben wir einander unterstützt und gemeinsam gelernt, mit ihm zu wandeln. Das Bemühen und die Entschlossenheit, ihn zu suchen und ihm zu folgen, werden mit den Segnungen belohnt, die wir brauchen. So war es bei der Frau, die es unter großer Mühe gelang, das Gewand des Erlösers zu berühren. Und auch bei Bartimäus, dem Blinden, dessen Entschlossenheit ausschlaggebend für das Wunder war, das ihm geschah. In beiden Fällen wurde eine Heilung des Körpers sowie des Geistes gewährt. Strecken Sie die Hand aus, berühren Sie sein Gewand, nehmen Sie seine Einladung an, sagen Sie, ja, Herr, ich will dir folgen und wandeln Sie mit ihm. Komm zu mir, folge mir nach und wandle mit mir sind Einladungen, denen, sofern man ihnen folgt, die Kraft innewohnt, eine innere Wandlung zu bewirken, die einen zu der Aussage veranlasst, ich habe keine Neigung mehr, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Als äußeres Zeichen dieses Wandels werden sie stark den Wunsch verspüren, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken. Welche Schritte können wir heute unternehmen, um mit ihm zu wandeln? Erstens hegen Sie den Wunsch, ein besserer Nachfolger Christi zu sein. Beten Sie für diesen Wunsch, auf dass Ihr Glaube an ihn wächst. Eignen Sie sich Wissen aus den Heiligen Schriften an, das Ihnen den Weg erhält und Ihren Wunsch, sich zu ändern, nährt. Entscheiden Sie sich heute zu handeln und zu sagen, ja, Herr, ich will dir folgen. Allein dadurch, dass Sie die Wahrheit kennen, wird Ihre Welt sich nicht verändern, es sei denn, dass Sie Ihr Wissen in die Tat umsetzen. Stehen Sie beharrlich zu Ihrer Entscheidung, indem Sie sich täglich an diese Grundsätze halten. Mögen uns die Worte unseres lieben Propheten Thomas S. Monson dazu bewegen, unserem Wunsch, die Einladung des Heilands anzunehmen, Taten folgen zu lassen. Präsident Monson hat gesagt, wer ist der König der Herrlichkeit, dieser Herr der Heere? Er ist unser Meister, er ist unser Erlöser. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Urheber unseres Heils. Er lädt uns ein, folge mir nach. Er weist uns an, geh und handle genauso. Er bittet uns eindringlich, halte meine Gebote. Zitat Ende. Mögen wir uns entscheiden, Gott mehr zu verehren und uns ihm mehr zu verpflichten und möge unsere Antwort auf seine Einladung laut und deutlich sein. Ja, Herr, ich will dir folgen.
Im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. What a wonderful new element. Was eine wunderbare neue Möglichkeit, die wir in den Generalkonferenzen haben. Vielen Dank. In dem wohl überraschendsten Augenblick zu Beginn seines Wirkens erhob sich Jesus in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth und las diese Worte vor, die Jesaja prophezeit hatte und die wir im Lukas-Evangelium wie folgt nachlesen können. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und die Zerschlagenen in Freiheit setze. So verkündete der Heiland zum ersten Mal öffentlich seine Mission als Messias. Dieser Vers zeigt jedoch auch auf, dass seine Aufgabe als Messias auf dem Weg zum beispiellosen Sühnopfer und zur Auferstehung in erster Linie darin bestand, sich um die Armen zu kümmern, darunter die im Geist Armen. Vom Beginn seines Wirkens an lagen die Mittellosen und Benachteiligten Jesus ganz besonders am Herzen. Seine Eltern zählten zu den Armen und er wuchs auch unter Armen auf. Wir wissen nicht alles über seine irdischen Verhältnisse, aber er sagte einmal: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Offenbar war der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem, was darin ist, zumindest als Erwachsener, obdachlos. Im Laufe der Geschichte hat sich Armut immer wieder als größtes Problem der Menschheit erwiesen. Sie bringt ganz offensichtlich materielles Leid mit sich, doch ihr geistiger und seelischer Schaden kann sogar noch schlimmer sein. Auf jeden Fall hat uns der große Erlöser zu nichts eindringender aufgerufen, als dazu, gemeinsam mit ihm die schwere Last der Menschen leichter zu machen. Als Jehova ging er mit dem Haus Israel streng ins Gericht, denn, so sagte er, eure Häuser sind voll von dem, was ihr den Armen geraubt habt. Wie kommt ihr dazu, rief er, mein Volk zu zerschlagen? Ihr zermalmt das Gesicht der Armen. Der Verfasser der Sprichwörter stellte unmissverständlich heraus, wer den Geringen bedrückt, schmäht dessen Schöpfer. Und wer sein Ohr verschließt vor den Schreien des Armen, wird selbst nicht erhört, wenn er um Hilfe ruft. In der heutigen Zeit war nicht einmal ein Jahr seit Gründung der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi vergangen, als der Herr den Mitgliedern gebot, sie sollen nach den Armen und Bedürftigen sehen und ihnen Hilfe zuteil werden lassen, sodass sie nicht leiden. Die Formulierung, sodass sie nicht leiden, klingt wie ein Auftrag. So drückt sich Gott aus, wenn er etwas sehr ernst meint. Da es sehr schwer ist, etwas gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt zu unternehmen, was kann da ein Einzelner überhaupt tun? Der Herr selbst gab darauf die Antwort, als Maria Jesus das Haupt mit einem kostbaren Nadenöl salbte, ehe er verraten und gekreuzigt wurde, verurteilte Judas Iskariot diese Verschwendung und machte ihr heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Das bringt es doch auf den Punkt. Ein Journalist befragte Mutter Teresa einmal über die hoffnungslose Aufgabe, Kalkutta vom Elend zu befreien. Er sagte, rein statistisch gesehen erreiche sie überhaupt nichts.
Diese außergewöhnliche kleine Frau entgegnete energisch, bei ihrer Arbeit geht es um Liebe, nicht um Statistiken. Trotz der ungeheuren Anzahl von Menschen außerhalb ihres Einflussbereichs könne sie das Gebot, Gott und ihren Nächsten zu lieben, halten und denjenigen innerhalb ihres Einflussbereichs mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln helfen. Was wir tun, gleicht einem Wassertropfen im Meer, sagte sie ein andern Mal. Aber würden wir nichts tun, wäre das Meer um einen Wassertropfen ärmer. Der Journalist zog daraus ernüchtert den Schluss, dass es im Christentum offensichtlich nicht um Statistiken geht. Er schloss, wenn man sich im Himmel mehr über einen umkehrwilligen Sünder freue, als über die 99, die nicht umkehren, mache sich Gott wohl nicht so viele Gedanken um Prozentzahlen. Wie können wir also tun, was wir können? Zunächst einmal können wir, wie König Benjamin verkündete, damit aufhören, unsere Mittel zurückzubehalten, weil die Armen an ihrem Elend ja selbst schuld seien. Vielleicht haben sich manche ihre Probleme selber geschaffen, aber geht es uns anderen nicht ganz genauso? Stellte der einfühlsame König nicht aus diesem Grund die Frage, sind wir nicht alle Bettler? Flehen wir nicht alle um Hilfe und Hoffnung und Antworten auf unsere Gebete? Betteln wir nicht alle um Vergebung für Fehler, die wir gemacht und Probleme, die wir verursacht haben? Bitten wir nicht alle inständig um die Gnade, die unsere Schwäche aufwiegt, damit zumindest für uns die Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit triumphieren kann? Kein Wunder also, dass König Benjamin davon spricht, wie wir Vergebung für unsere Sünden erlangen, indem wir Gott anflehen, der sich unserer voller Mitgefühl annimmt, aber Vergebung für unsere Sünden bewahren, indem wir uns voller Mitgefühl der Armen annehmen, die uns anflehen. Wir sollen nicht nur aus Mitleid etwas für die Bedürftigen unternehmen, sondern auch für sie beten. Ein Teil der Zoramiten, die vom übrigen Volk als schmutzig und Abschaum angesehen wurden, und das kommt aus den Heiligen Schriften, waren wegen ihrer groben Gewänder aus den Synagogen ausgestoßen worden. Sie waren, wie Mormon es ausdrückt, arm, was die Dinge der Welt betrifft, und auch arm im Herzen. Zwei Zustände, die fast immer Hand in Hand gehen. Das Missionarsgespann Alma und Amulek hielt den schäbig Gekleideten angesichts dieser sehr tadelnden Ablehnung entgegen. Welche Rechte man ihnen auch immer verwehrte, sie könnten jedoch jederzeit beten, auf den Feldern, in ihren Häusern, in ihrer Familie und im Herzen. Dann sagte Amulek jedoch diesen Menschen, die ja selbst abgewiesen worden waren, wenn ihr gebetet habt, aber die Bedürftigen und die Nackten abweist und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürftigen teilt, ich sage euch, so ist euer Beten unnütz und trägt euch nichts ein, und ihr seid wie Heuchler, die den Glauben verleugnen. Welch eindrucksvolle Mahnung, dass wir, ob reich oder arm, tun müssen, was wir können, wenn andere bedrängt sind. Damit man mir aber nicht vorwirft, ich würde abenteuerliche Sozialprogramme für die Welt gutheißen oder Bettelei als Wachstumsbranche preisen, möchte ich Ihnen versichern, dass ich Grundsätze wie Fleiß, Sparsamkeit, Eigenständigkeit und Ehrgeiz genauso wichtig finde wie jeder andere. Wir sollen stets erst uns selbst helfen, bevor wir andere um Hilfe bitten. Außerdem weiß ich nicht genau, wie jeder von Ihnen seiner Pflicht gegenüber jenen, die dazu selbst nicht immer willens oder imstande sind, nachkommen sollte. Ich weiß aber, dass Gott es weiß.
er wird sie dahin anleiten, ein einfühlsamer Jünger zu sein, wenn sie gewissenhaft dem Wunsch folgen, darum beten und Wege finden wollen, ein Gebot zu halten, das er uns immer wieder gegeben hat. Sie wissen natürlich, dass es hier um schwierige gesellschaftliche Probleme geht, die nicht nur die Mitglieder der Kirche etwas angehen. Glücklicherweise ist des Herrn Weise, wie wir Mitglieder miteinander helfen können, einfacher. Jeder, der körperlich dazu imstande ist, soll das Gesetz des Fastens befolgen. Jesaja hat geschrieben: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe, an die Hungrigen dann Brot auszuteilen, die Obdachlosen, Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden, die Stricke des Jochs zu entfernen und die Versklavten freizulassen. Ich gebe Zeugnis von den sowohl geistigen als auch materiellen Wundern, die jeder erlebt, der das Gesetz des Fastens hält. Ich gebe Zeugnis von den Wundern, die ich erlebt habe. Wie Jesaja es beschreibt, habe auch ich beim Fasten schon gerufen. Und Gott hat mir wahrhaftig geantwortet: Hier bin ich. Genießen Sie diesen heiligen Vorzug wenigstens einmal im Monat. Spenden Sie so großzügig, wie die Umstände es erlauben, etwas für das Fastopfer und auch für humanitäre Zwecke, Weiterbildung und Missionsarbeit. Ich verheiße Ihnen, dass sich Gott Ihnen gegenüber als großzügig erweisen wird und dass diejenigen, die von Ihnen Hilfe erhalten, Ihren Namen ewig preisen werden. Über eine Dreiviertelmillion Mitglieder der Kirche konnten letztes Jahr dank engagierter Bischöfe und FAV-Leiterinnen aus dem Fastopfer unterstützt werden. Das ergibt eine Menge dankbarer Heilige der letzten Tage. Brüder und Schwestern, wenn ich Ihnen so etwas predige, darf ich nicht verschweigen, wie unendlich ich selbst geistig und materiell gesegnet bin, obwohl ich das gar nicht verdient habe. Wie Sie hatte auch ich mitunter schon finanzielle Sorgen, aber ich war nie arm und kann gar nicht nachvollziehen, wie es den Armen ergeht. Mir sind auch gar nicht alle Gründe bekannt, weshalb Umstände wie Herkunft oder Gesundheit, Bildungschancen und wirtschaftliche Möglichkeiten nach hier auf Erden so weit auseinanderklaffen. Aber wenn ich sehe, woran es so vielen mangelt, weiß ich, dass allein Gottes Gnade mich davor bewahrt hat. Ich weiß ebenfalls, dass ich vielleicht nicht meines Bruders Hüter bin, jedoch meines Bruders Bruder. Und weil mir so viel gegeben ist, so geb auch ich. Was dies betrifft, möchte ich Präsident Thomas S. Monson einmal würdigen. Ich darf diesen Mann nun schon seit 47 Jahren begleiten. Und das Bild, das ich bis zu meinem Tode in Ehren halten werde, ist das, wie er aus der wirtschaftlich da niederliegenden DDR in Hausschuhen nach Hause flog, weil er nicht nur seinen zweiten Anzug und seine zusätzlichen Hemden, sondern sogar die Schuhe, die er gerade trug, verschenkt hatte. Wie willkommen sind auf den Bergen und durch ein Flughafenterminal schlurfend die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt. Mehr als jeder andere, den ich kenne, hat Präsident Monson für die Witwen und die Vaterlosen sowie die Armen und die Unterdrückten getan,
was er konnte. In einer Offenbarung an den Propheten Joseph Smith sagte der Herr 1831, die Armen würden eines Tages das Reich Gottes sehen, wie es mit Macht und großer Herrlichkeit kommt, um sie zu befreien. Mögen wir dazu beitragen, dass sich diese Prophezeiung erfüllt und mit der Macht und Herrlichkeit als Mitglieder der wahren Kirche Jesu Christi tun, was wir können, um jeden aus der Armut zu befreien, die ihn umklammert und so viele seiner Träume zerstört. Darum bete ich im Namen des barmherzigen Herrn Jesus Christus. Amen. Thank you, brethren. Vielen Dank, Brüder. Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderschöne Musik gesorgt haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Herr, bleib bei mir«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Edward Dubay von den 70ern. Auf unserer Reise durch das Leben machen wir sowohl gute als auch schlechte Zeiten durch, und sie alle stellen uns vor unterschiedliche Herausforderungen. Wie wir mit geänderten Umständen fertig werden, hängt von der Grundlage ab, auf der wir bauen. Das Evangelium unseres Herrn und Heilands stellt eine feste, sichere Grundlage dar. Diese Grundlage legen wir Stück für Stück, indem wir den ewigen Plan des Herrn für seine Kinder besser kennenlernen. Der Erlöser ist der größte aller Lehrer. Ihm folgen wir nach. Die heiligen Schriften legen Zeugnis von ihm ab und vermitteln uns ein Beispiel für vollkommene Rechtschaffenheit, dem wir nacheifern können. Ich habe schon einmal bei einer Konferenz erwähnt, dass ich einige Notizbücher meiner Mutter besitze, in denen sie Material zur Vorbereitung ihres FHV-Unterrichts zusammengetragen hat. Diese Notizen sind heute noch genauso relevant wie damals. Einmal hat sie ein Zitat von Charles Edward Jefferson aus dem Jahr 1908 über den Charakter Jesu Christi niedergeschrieben. Es lautet: Christsein bedeutet, dass man Jesus so aufrichtig und so glühend bewundert, dass man sein ganzes Leben darauf verwendet, ihm gleich zu werden. Ihn können wir durch die Worte kennenlernen, die er gesprochen hat, durch die Taten, die er vollbracht hat, und auch die Augenblicke, in denen er geschwiegen hat. Wir können ihn auch durch den Eindruck kennenlernen, den er erstens auf seine Freunde, zweitens auf seine Feinde und drittens auf seine Zeitgenossen im Allgemeinen gemacht hat. Ein Merkmal des Lebens im 20. Jahrhundert ist die allgemeine Unzufriedenheit. Die Welt schreit nach etwas und weiß doch nicht, wonach. Wir leben im Wohlstand. Die Welt ist voller Erfindungen, die von der Geschicklichkeit und dem Ideenreichtum des Menschen zeugen. Und doch sind wir immer noch ruhelos, unzufrieden und verunsichert. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, finden wir da diese Worte: Kommt alle zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Meinen Frieden gebe ich euch. Ihr werdet Kraft empfangen,
euer Herz wird sich freuen. Mann und Frau werden zum Teil von den Menschen geformt, unter denen sie leben wollen. Auch diejenigen, zu denen sie aufblicken und denen sie nacheifern, formen sie. Jesus ist das große Vorbild. Dauerhaften Frieden finden wir einzig und allein, wenn wir auf ihn blicken und leben. Was an Jesus verdient denn nun unsere größte Aufmerksamkeit? Die Verfasser des Neuen Testaments verschwendeten keinen Gedanken an Jesus' Aussehen, seine Kleidung oder das Haus, in dem er wohnte. Er kam in einem Stall zur Welt, arbeitete in der Werkstatt eines Zimmermanns, verbrachte 3 Jahre als Lehrer und starb dann am Kreuz. Das Neue Testament wurde von Männern verfasst, denen es darauf ankam, dass wir unseren Blick auf ihn richten, in dem Wissen, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist, der Heiland und Erretter der Welt. Eines der Gleichnisse des Erlösers trifft meines Erachtens besonders auf die heutige Zeit zu. In Matthäus Kapitel 13 lesen wir: Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagen die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein. Sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Der alte Feind der ganzen Menschheit lässt sich unzählige Methoden einfallen, um weit und breit Unkraut zu sehen. Er hat Wege gefunden, wie es in die Heiligkeit unseres Zuhauses eindringen kann. Schlechte, weltliche Verhaltensweisen sind so weit verbreitet, dass es unmöglich erscheint, sie auszureißen. Über Kabel und Funkwellen gelangen sie in die Geräte, die zu unserer Weiterbildung und Unterhaltung erfunden worden sind. Weizen und Unkraut wachsen Seite an Seite. Wer das Feld bestellt, muss mit aller Kraft das Gute nähren und es so stark und schön werden lassen, dass das Unkraut weder dem Auge noch dem Ohr einen Anreiz bietet. Wie gesegnet sind wir als Mitglieder der Kirche des Herrn doch. Wir haben das kostbare Evangelium unseres Herrn und Heilands. Es ist die Grundlage, auf der wir bauen können. Im Buch Mormon lesen wir im 2. Nephi: Denn siehe, abermals sage ich euch, wenn ihr auf dem Weg eintretet und den Heiligen Geist empfangt, wird er euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Wir dürfen niemals zulassen, dass der Lärm der Welt die sanfte, leise Stimme übertönt und ausblendet. Wir sind ja warnend darauf hingewiesen worden, welche Ereignisse uns in der heutigen Zeit bevorstehen. Unsere Herausforderung besteht darin, wie wir uns auf die Ereignisse vorbereiten, von denen der Herr gesagt hat, dass sie sicher eintreten werden. Viele in unserer bedrängten Gesellschaft sind sich dessen bewusst, dass der Zerfall der Familie nur Leid und Hoffnungslosigkeit in unsere mit Problemen belastete Welt bringen kann. Als Mitglieder der Kirche ist es unsere Aufgabe, die Familie, die ja die Grundeinheit der Gesellschaft und der Ewigkeit ist, zu bewahren und zu schützen. Die Propheten haben warnend vorhergesagt, dass der Verfall der moralischen Werte unvermeidlich vernichtende Folgen nach sich zieht. Da der prüfende Blick der Welt weiterhin auf uns ruht, müssen wir also dafür sorgen, dass wir durch unser Beispiel für den Plan des Herrn für seine Kinder hier auf Erden eintreten und ihn in Ehren halten. Vor allem müssen wir durch unser rechtschaffenes Beispiel lehren.
Unser Zuhause muss eine heilige Stätte sein, damit es dem Druck der Welt standhalten kann. Denken Sie daran, dass die größten Segnungen des Herrn den rechtschaffenen Familien vorbehalten sind und durch sie zu Wege gebracht werden. Wir müssen uns auch weiterhin immer wieder fragen, ob wir gute Eltern sind. Die eindrucksvollsten Lektionen, die ein Kind je erhalten kann, werden ihm durch rechtschaffene, treusorgende Eltern zuteil. Betrachten wir zunächst die Rolle der Mutter. Hören Sie, was Präsident Gordon B. Hinckley dazu gesagt hat. Eine Frau, die aus einem Haus ein Zuhause macht, leistet einen weitaus größeren Beitrag in der Gesellschaft als der Führer eines gewaltigen Heeres oder der Chef eines großen Konzerns. Wer könnte denn dem Einfluss einer Mutter auf ihr Kind, dem einer Großmutter auf ihre Nachkommen oder dem einer Tante oder einer Schwester auf ihren Verwandten einen Geldwert beimessen? Unermesslich ist der Einfluss der Frauen, die auf ihre ureigenste Weise Stabilität in der Familie schaffen und künftige Generationen so umsorgen, dass dies auf ewig Gutes nach sich zieht. Die Entscheidungen der Frauen dieser Generation wirken sich in alle Ewigkeit aus. Ich wage zu behaupten, für eine Mutter ist heute kein Aufgabengebiet bedeutsamer und keine Herausforderung größer als diese, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um ihr Zuhause zu stärken. Betrachten wir nun die Rolle, die der Vater spielt. Der Vater gibt seinen Kindern einen Segen und vollzieht heilige Verordnungen. Dies stellt geistige Höhepunkte im Leben seiner Kinder dar. Der Vater übernimmt die führende Rolle beim Familiengebet, beim täglichen Schriftstudium und beim wöchentlichen Familienabend. Der Vater stellt Familientraditionen auf. Er bringt sich bei der Planung von Urlaubsreisen und Ausflügen, die die gesamte Familie unternimmt, mit ein. Diese gemeinsam verbrachten Zeiten vergessen die Kinder nie. Der Vater spricht mit seinen Kindern regelmäßig unter vier Augen und lehrt sie die Grundsätze des Evangeliums. Der Vater bringt seinen Söhnen und Töchtern den Wert der Arbeit bei und hilft ihnen, sich hohe Ziele zu setzen. Der Vater lebt vor, wie man treu im Evangelium dient. Brüder, bitte vergessen Sie nicht Ihre heilige Berufung als Vater in Israel, Ihre wichtigste Berufung für Zeit und Ewigkeit, eine Berufung, aus der Sie nie entlassen werden. Vor vielen Jahren zeigten wir auf den Pfarrkonferenzen einen kurzen Film, der unsere Botschaft veranschaulichte. Im Lauf des Jahres reisten wir zu vielen Konferenzen in Pfählen, denen wir zugeteilt waren, und kannten den Inhalt des Films daher schon bald sehr gut. Die darin enthaltene Botschaft ist mir all die Jahre im Gedächtnis geblieben. Der Film wurde von Präsident Harold B. Lee kommentiert. Er erzählte darin von einer Begebenheit, die sich im Haus seiner Tochter zugetragen hatte. Sie spielte sich in etwa so ab. An einem Abend war die Mutter fieberhaft damit beschäftigt, Obst einzukochen. Als die Kinder endlich im Bett waren und es ruhig im Haus wurde, wollte sie endlich das restliche Obst einkochen. Gerade hatte sie damit begonnen, das Obst zu schälen und zu entkernen, als ihre beiden Jungen in der Küche kamen und sagten, sie seien jetzt für das gute Nachtgebet bereit. Die Mutter wollte sich aber nicht unterbrechen lassen und sagte daher rasch zu den Jungen, geht doch heute mal in eure Zimmer und betet alleine. Mama muss endlich mit dem Obst fertig werden. Der Ältere der beiden Jungen pflanzte sich vor ihr auf und fragte, was ist denn wichtiger, das Beten oder das Obst? Manchmal kommen wir ganz unvermittelt in eine Lage, wo wir unserem Kind etwas mitgeben können, was für sein junges Leben von dauerhafter Wirkung ist. Natürlich ist das Beten wichtiger als das Obst. Gute Eltern sollten nie so beschäftigt sein, dass sie einen Augenblick verpassen,
indem sie ihrem Kind etwas Wesentliches beibringen könnten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich in meinem langen Leben noch nie eine Zeit erlebt habe, in der die Kinder unseres himmlischen Vaters die leitende Hand gläubiger, hingebungsvoller Eltern mehr brauchen würden als heute. Wir blicken zurück auf das große, edle Vermächtnis unserer Vorfahren, die fast ihren ganzen Besitz aufgegeben haben, um an einen Ort zu gelangen, wo sie ihre Kinder glaubensvoll und mutig aufziehen und so der nachfolgenden Generation bessere Chancen bieten konnten, als sie selbst gehabt hatten. Wir müssen dieselbe Entschlossenheit in uns wachrütteln und uns unseren Herausforderungen mit derselben Opferbereitschaft stellen. Wir müssen den künftigen Generationen beibringen, noch fester als bisher, auf die Lehren unseres Herrn und Heilands zu bauen. Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehes hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Nur das Evangelium Jesu Christi bildet diese Grundlage, auf der wir dauerhaften Frieden finden und eine ewige Familie aufbauen können. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
Our dear Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we come before thee, wir treten vor dich at the conclusion am Ende dieser Generalkonferenzversammlung. Unser Herz ist voller Dankbarkeit für die inspirierten Botschaften, die wir von deinen Dienern gehört haben. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums. Wir danken dir für die lebenden Propheten. Propheten in unserer Zeit. Wir sind dankbar für den Propheten Präsident Thomas S. Monson. Wir bitten dich, ihn zu segnen mit guter Gesundheit und Kraft. Segne ihn mit seinen Mitarbeitern, wenn sie mit ihm zusammen dein Reich führen. Wir bitten dich, dass die Botschaft, die wir empfangen haben, und die Botschaft, die wir noch vernehmen werden, im weiteren Verlauf dieser Generalkonferenz, unseren Glauben stärken, und zwar an Jesus Christus. Und uns inspirieren, bessere Eltern, bessere Großeltern, bessere Kinder und bessere Enkelkinder in unseren Familien zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat ein Chor von Mitgliedern aus Grantsville, Stansbury Park und Tooele in Utah gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.